Sie sind ein Volk ohne Heimat, weit zerstreut und nirgendwo wirklich willkommen. Auch in Hamburg leben fast 40.000 Sinti und Roma. Einer von ihnen ist Marco Knutzen. Er hat ein Buch über die Geschichte seiner Landsleute geschrieben und kämpft als Streetworker täglich für die Verbesserung der Lebenssituation von Sinti und Roma in Hamburg und gegen das Klischee des fahrenden Volkes. Die Ausstellung Roma-Reisen sieht er als wertvolle Chance, den Blick auf das vermeintlich Fremde zu verändern. Das Gute an der Ausstellung ist, dass Roma vorurteilsfrei dargestellt werden, als Menschen porträtiert dargestellt werden. Und das, finde ich, ist das Schönste mit einer Ausstellung. Am Anfang hatte ich ein bisschen die Befürchtung, dass es sich hier um eine Ausstellung um Nomaden handeln wird, mit dem Titel Roma-Reisen. Aber er hat ja nun wirklich die Menschen, er ist zu den Menschen gereist und ist nicht mit irgendwelchen nomadisierenden Roma durch die Gegend gereist. Indien ist das Ursprungsland der Sinti und Roma. Der dänische Fotograf Joachim Eskilsen und die schwedische Autorin Sia Rinne haben sie dort und in vielen europäischen Ländern besucht, in die sie im Laufe ihrer Geschichte durch Sklaverei und Vertreibung versprengt wurden. Über 6 Jahre haben Fotograf und Autorin mit den Roma-Familien gelebt. Die äußerst authentischen Eindrücke dieser Begegnungen sind nun in dem Bildband »Die Roma-Reisen« im Steidel Verlag veröffentlicht worden. Alle Kulturen der Roma umfasst eine gemeinsame Sprache, die sich nur dialektisch voneinander unterscheidet. Und ansonsten gibt es überall dieselben kulturellen und traditionellen Werte. Darunter zählt unter anderem die große Kinderliebe, Respekt vom Alter und dass es nichts Wichtigeres gibt als die Familie. Die Bilder sind so authentisch wie künstlerisch. Man sieht ihnen an, dass sich der Fotograf auf die Menschen eingelassen hat und diese ihn ganz nah an sich heranließen. Die Aufnahmen zeigen das Leben der Sinti und Roma von Bulgarien bis Finnland und bieten so die Chance, sich einem Volk zu nähern, dem auch heute noch zumeist mit Skepsis und Vorurteilen begegnet wird. Vom Imbiss bis hin zum Supermarkt kriegt man überall irgendwelche Zigeunerprodukte und Zigeunerschnitzel um die Ohren gehauen. Und das ist ein Begriff, der spiegelt ein Bild voller Vorurteile wieder. Das Vorurteil des Nomadisierenden, des Diebischen, des asozialen Zigeuners. Deshalb wehren wir uns so gegen diese Begrifflichkeit. Eine intensive Begegnung mit dem Fremden in unserer Nähe. Noch bis zum 8. April in der Robert-Morath-Galerie. Intensiv ist auch der